Hey Leute, jetzt geht's schön nahtlos weiter. Du weißt in die Revolutions. Wir sind in der Gästekabine. 20.32 Uhr. Wunderschön. Parker! Wo bist du? Keine Ahnung, so ein Raum. Irgendwo auf dem Schiff. Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Formieren wir uns neu. Stimmt, ich habe jetzt auch keine Waffen, keine Heilung, gar nichts. Also, du bist in der Gästekabine. Sie bin doch am schlechten Fernsehempfang. Ja, du bist halt beim Fernsehen eingeschlafen, Jill. Was passiert? Ich kann immer einen Kampfangriff machen, was sind das? Scheint fest verschraubt zu sein. Das wurde jetzt richtig reingemeißelt. Siehst du, das wohl öffnen lässt? Ja. Liebe Jill, ich glaube, ich brauche einen Schraubenzieher. Aber gibt's hier einen? Scheint fest verschraubt zu sein, ja, toll. Hier fragt sich bloß, wo bin ich bloß? Hier läuft der Fernseher einfach nur noch. Ach ja. Wie niedlich. Das Wasser ablassen, das ist auch ein Klassiker seit Resident Evil 1. Verrostet. Oh. Scheint schon länger kaputt zu sein. Ich weiß, wer da nicht gesucht hat. Ich? Auf jeden Fall nicht. Ach, so viel. Dafür ist jetzt keine Zeit. Dafür ist immer Zeit. Hopp. Ja, toll. Das kommt auf meiner Statistik nicht so toll. Sie können nicht mehrmals hintereinander ausweichen. Ich habe das Ausweichsystem nicht mehr verstanden. Okay. So. Scheint fest, wie besiege ich den dann bitte? Okay. Schraubenzieher aufgehoben, dann habe ich hier noch grünes Kraut. Ausweichen, wenn sie oder plus A zum richtigen Zeitpunkt drücken, können sie an einen Griff ausweichen.
Ja. Oder so. Ich könnte eine Waffe gebrauchen. Dafür ist keine Zeit. Dafür hat es verfügt, nochmal Zeit zu sein. Das ist auch so, ich habe ziemlich nicht verstanden. Das ist Störmaßeinstellung. Ja, das ist Störmaßeinstellung. Störmaßeinstellung, vorwärts laufen wir. Was ist das? Ja, was ist denn Shift? Mein Gott, Steuerung. Steuerung ist als Shooter, Zielsteuerung Standard, Zieltempo. Details. Aufdrehen, schnell umdrehen. Okay. Hilfe verwenden, Messer benutzen. Das ist es. Hä? Stehe jetzt nicht. Ich verstehe nicht warum. Okay. Man musste hier stehen. Oh, das ist doch echt blöd, oder? Ach, das ihn zu beschneiden. Schön. Soll ich das sagen? Ganz lol. Das mit Ausweichen habe ich nicht so richtig drauf. Mach Sachen. Guck dir diesen Scheißhaufen auf mich zu, ey. Meine Fresse, ne. Kann etwas einsetzen, ja. Ja,
Stressig. So gut aus. Wenn mich übrigens ans Herrenhaus. Das Schiff ist unnötig groß. Okay. Munition habe ich genug. Oh. Alles okay? Ja, aber auf dem Schiff wimmelt es von Beorils. Okay, wir brauchen unsere Waffen. Ich glaube, ich habe sie vorhin gesehen, aber ich bin nicht rangekommen. Ich brauche dich, um sie zu kriegen. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte es klappen. Arschloch. Warte, da sind noch mehr Viecher. Ich habe das hier gefunden. Bringt uns das was? Ja, das könnte genau das Richtige sein. So, oh, Scheißtrick. Ein Haufen Jetzt haben wir schon zwei Tote auf der Karte. Ich krieg das einfach mit Ausweichen nicht hin. Das ist unnötig kompliziert gemacht. Weil du kannst ja bloß nach hinten ausweichen schnell. Das bringt ja eigentlich nichts. So. Werde ich bei. So. Ich habe unsere Waffen. Spezialzubehör ist ja auch genug. Na Gott sei Dank. Sammeln da. Hier können Sie Waffen ausrüsten oder wechseln. Also Waffen ausrüsten oder wechseln. Sie können sich außerdem mit Zubehör ausrüsten, sofern Sie welches haben. Jede Waffe, die Sie aufnehmen, wird automatisch hier abgelegt. Okay. Wechseln Sie mit X Bildschirme, um speziell Zubehör zu wechseln und auszurüsten. Okay. Zubehör halten Schaden 1. Ah, okay. Okay, drei der Waffen kann ich mitschlüpfen.
bräuchte mein Kraut, wie wär's denn? Keine Position, Position. Wir haben unsere Ausrüstung. Und nun? Jetzt kontaktieren wir das Hauptquartier und machen Meldung. Von der Brücke aus sollte das gehen. Dann los. Oh. Ein Segen. So. Brücke aus sollte das gehen. Von einer Seite verschlossen. Es wäre kein restriktives Spiel, wenn das nicht kompliziert wäre. Hier habe ich festgesessen. Natürlich. Was ist das eigentlich für ein Typ da mit der Gasmaske? Was hat er vor? Ich glaube, das weiß keiner so richtig. Nichts gut. Bei ihm war das selbe Spiel. Er hat es genauso gemacht. Okay. Gruselig. So. Da habe ich jetzt erstmal richtig in den Arsch getreten. Hier gibt es ja irgendwas in Reichweite. Ah! Die Uhr drin, ne? Ach, ich solle mir noch grünes Kraut. So, okay. Vielleicht gibt es hier Onmas. Ah. Ein Objekt. Was soll das sein? Sollen die sein, als er das Blöde birgt? Flamme drin oder was? Hä? Wer weiß. Spezial zu mir. Ist auch so. Kartenleser ist hier. Okay. Irgendwas in Reichweite? Nein. Ist jetzt irgendwas in Reichweite? Nein. Okay, hier komme ich sowieso nicht rein. Aber hier ist irgendwas in Reichweite. Zweites Objekt. Das besagt, ich bin eine Handgranate. Hier ist noch irgendwas in Reichweite. Ah. Ein Objekt direkt hier drin. Warum schießt du nicht? Hallo? Hallo?
Hallo, Arschloch? Direkt hinter dir? Entschuldigung, das kann man euch da mal sagen, oder? So, jetzt kann ich den Rest des Schiffes wegen so erkundigen. Schrotgewehr-Munition habe ich gefunden, aha. So, okay. Ich muss irgendwie. Hier. Ja, irgendwie hochwärts. Er schießt ja nicht mehr mit, Alter. Saftsack. Hätte ich's bald gesagt. So. So, was haben wir hier schönes? Was kann man hier einsetzen? Auf jeden Fall Pistolenmunition. So bin ich ja eigentlich hier gekommen wieder. Okay. Wenn ich irgendwas habt, wo ich hier einsetzen kann, dann setze ich das auch hier ein. Man merke es sich einfach. Okay. Jetzt helfen wir Kartenlöser. Gruselig. Sind da Bilder jetzt? Also was ist das? Doofer Zufall. Gewesen. Hey, das ist wieder was eklig. Drüben habe ich eine Tür nicht geöffnet. Jetzt kann ich wieder Munition vertragen, ey. Ah, okay. Schauen wir mal. Ah, da muss ich aufschießen. Deswegen. Da brauche ich einen Schlüssel. Und da. Brauche ich nichts. Okay. Brücke will ich. Ich will nach oben. Das Schiff ist ja echt riesig, ne? Okay. Hier ist irgendwas in der Nähe. Jemand ist hier durchgekommen, das ist schon logisch. Was ist hier irgendwo? Irgendwo ist hier ein Gegenstand. Ah. Den habe ich schon so weit gesehen, ey. Nicht schlecht.
der Brücke. Ja. Jill, wir... Du hast, glaube ich, gemerkt, dass du auf der Brücke bist. Da ist ein Objekt, dieses Objekt. Eine Handgranate. So, ja, ich glaube, das war's dann auch. Das ist ein Objekt, das ist ein Objekt. Munitionskiste. Pistole. Munitionskiste, die maximal tragbare Menge an Munition. Ja, Gott sei Dank. Sie können die Maximalkapazität über die Menü in Erfahrung bringen. Back. Na, wenigstens was. Kann ich mich eigentlich wieder setzen? Nein. Schade. Sie ist der Eck. Das Kommunikationssystem ist komplett zerstört. Wir können den Kurs nicht ändern. Doof. Wie es aussieht, kann der Täter noch nicht weit sein. Sag jetzt nicht, dass das der Schlepper war. Mist, wir sitzen fest. Jill! Ende von Episode 2, doppeltes Mysterium. Eine Präzision von 83%, zweimal bin ich gestorben, weil ich das Ausweichen einfach nicht drauf habe. Und Abschlusszeit 0,23,19. Trotzdem eine coole Zeit. Noch erhascht. Eine Gesamtwertung kriege ich immer noch ein A, das ist sehr schön. Damit haben wir jetzt zwei Episoden komplett durchgespielt. Geht sehr schnell, muss man echt sagen. Jetzt sind wir schon bei Episode 3. So geht hasch hasch, heidewei. Wir sehen uns einfach das nächste Mal. Euer Sephiroth.